Servus, liebe Whisky-Freunde. Hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung ist ein Talisker Port Ruig. Ja, den habe ich mir schon lange mal auf die Liste geschrieben, weil ich den in einem tollen Lokal mal probieren durfte und ich von Talisker relativ weniges eigentlich zu Hause habe, muss aber sagen, die zwei, drei, die ich mal probiert habe, also Storm und Darkstorm, die fand ich eigentlich ganz nett. Wenn ich mir die Talisker Distillerie jetzt mal ansehe, die liegt auf der Isle of Skye und das wiederum ist eine Insel in der Gruppe der Hybriden nahe der schottischen Küste und liegt im Atlantik. Lange Zeit war Talisker die einzige Distillerie auf dieser Insel. Jetzt seit 2017 gibt es Dora Habig, eine neue Distillerie, die 2020 jetzt auch ihren ersten Whisky auf den Markt gebracht hat. Somit ist Talisker dieses Image schon mal los, die einzigen zu sein. Jetzt bewachen diese Insel zwei Distillerien. Ja, was gibt's noch zu sagen von Talisker? Talisker hat einen wunderschönen Werbespruch, Made by the Sea. Das sieht man auch in allen ihren Gestaltungen, wenn man sich die Verpackungen und die Ausstattungen ansieht. Immer sehr schön gestaltet, immer mit Meer und Gischt und Küste und rauer Natur. Und so gestalten sich auch die Whiskys dieser Distillerie relativ rau und hauen eigentlich ganz gut ins Gesicht, wenn man die das erste Mal trinkt. Made by the Sea hört sich schön an und schmeckt auch so. Was gibt es jetzt zum Port Ruig zu sagen? Also der Port Ruig ist ein Single Malt Whisky mit 45,8 Volumenprozent. Ist wie leider bei Talisker üblich oder in den meisten Fällen üblich gefärbt und kühlfiltriert. Diese Abfüllung liegt bei 20 bis 25 ppm Rauch, ist ein No-Age-Statement-Whisky und wird in Eichenkask, also in Ex-Bourbon-Casks gereift und dann in Portweinfässern gefinisht. Wie lange? Man weiß es nicht. Man kann es nur vermuten. Aber wir wollen ja wissen, wie er schmeckt und deswegen verkostet man den auch. Was gibt es noch zu sagen dazu? Der kostet irgendwo zwischen 32 und 40 Euro. Wir sind jetzt im September 2021. Ist auch überall verfügbar noch. Ich habe mal das Gerücht gehört, dass der Whisky jetzt irgendwann vom Markt verschwinden soll. Ich werde es beobachten und jetzt machen wir den dann auch mal auf und verkosten ihn mal. So, na, geht schon wieder nicht richtig auf, wie immer, wenn ich live eine Flasche aufmache. So. Lassen wir mal noch ein bisschen atmen, den guten Kollegen. Also der Port Ruig gibt übrigens ein Thema über die Aussprache. Port Ruig, ich spreche ihn so aus, weil er so geschrieben wird. Es kann aber durchaus sein, dass er anders ausgesprochen wird. Laut Google, und das habe ich mir jetzt mal aus dem Internet gezogen, heißt der wohl, wenn man richtig aussprechen wollte, Port Ruig. So, und dieser Port Ruig ist eine Hommage an die Seefahrer, an die schottischen Kaufleute des 19. Jahrhunderts, die mit dem Schiff den Portwein aus Portugal mit nach Schottland gebracht haben. So, dann schauen wir uns mal die Farbe an. Ich halte sie wieder vor einem weißen Hintergrund, damit man das auch ordentlich sieht. Jawohl. Bewerten werde ich sie mal wieder nicht, weil sie ja gefärbt ist. Also was soll ich dazu sagen? Wäre das echt, wäre sie schön. Ist sie aber nicht, ist trotzdem schön. So,
Dann werde ich mal mein Schnauzernäschen reinhalten und werde mal versuchen rauszuriechen, wie er denn so ist. Also zur Begrüßung schickt er Erdbeeren, Kirschen und einen Vanillepudding. Eigentlich für Talisker dezenter Rauch. Dunkle Früchte hat er im Hintergrund, so eher Brombeeren und Kirschen. Vielleicht so ein kleiner schwarzer Johann, der sich da hinten reinschleicht. Aber für mich trotzdem schöne Erdbeere, schöne dunkle Kirsche. Mit Vanillepudding. Leichter Rauch, wirklich leichter Rauch, vielleicht so minimal mineralisch. Hat aber wirklich diesen Vanillepudding. Wie von diese Paula, die es da gibt. Nee, das ist glaube ich ein Schokopudding, Schokovanillepudding. Aber der hat so einen künstlichen Vanillepudding-Geschmack. Für Kittys nimmt man das immer. Hat auch ein wenig Jod und Salz mit drin. Hat eine Minze, verhaltener Rauch, ja, also wirklich, hätte ich mir mehr erwartet, riecht aber sehr, sehr ansprechend. Heute haben wir auch schönes Wetter, ich glaube, der passt heute hervorragend zu dem Tag. Ja, also Zusammenfassung Nase, Vanillepudding, Kirschen, leichter, dezenter Rauch, ganz leicht andrehend. Gar kein Vergleich zu einem Lafroig oder zu dem Darkstorm, den es auch von Talisker gibt. Eine leichte Minze, vielleicht ein bisschen Zedernholz. Ja, und immer wieder dieser Vanillekirschpudding. Vanillekirschpudding ist wirklich was, was rauskommt, vielleicht mit vollreife Erdbeeren drin. Tja, verkostet man. Oh, lecker. Oh. Karamellpudding mit Meersalz. Dezente Schärfe und bildet mir sogar ein, dass man diesen leichten Chili-Catch, den man Talisker übrigens in den meisten Abfüllungen nachsagt, dass ich den auch rausschmecke. So eine schöne Chili-Schärfe ist drin. Da hinten ist auch eine richtig schöne fette Grapefruit, hängt hier am Kehlköpfchen. Erdbeeren, Kirschen, genau was ich gesagt habe, kommt vom Portwein, eindeutig. Schmeckt man auch super raus. Ich mag ja Portfinishes an sich. Ich mag auch, ich habe da mal von Kilchoman einen probiert. Muss ich unbedingt mal ins Video nehmen. Auch hervorragend. Also für das Geld, was der kostet. Ich muss nochmal probieren. So einen leicht erdigen Unterton und Zedernholz, kandierte Rosenblätter, leicht erdig, süß, dezenter Rauch, wirklich dezenter Rauch. Also ich sag's mal anders, der explodiert im Mund jetzt bei weitem nicht so wie der Zehner oder wie der Storm oder gar wie der Darkstorm. Also der kommt eher smooth, smart daher. Hat auch einen leichten Lagerfeuerrauch, leicht mineralisch, wie ich schon sagte. Süß, als Früchte kommen durch die Kirschen, die Erdbeeren, vielleicht dunkle Früchte, Brombeeren, Johannisbeer, wie ich es vorhin schon im Geruch gehabt habe. Das spiegelt sich auch im Geschmack 1:1 wieder. Sehr, sehr lecker. Aber ist trocken werdend. Und? Also, so eine bittere Grapefruit-Haut hängt da hinten drin. Unglaublich. Ja, wirklich, ja, Grapefruit. Aber eine nicht reife Grapefruit.
Sehr lecker. Also sehr rund, sehr komplex. Für den Whisky um die, ich sag mal, Schnitt 35 Euro wirklich sehr empfehlenswert. Abgang, kommen wir mal zum Abgang. Lang würde ich nicht bezeichnen, kurz aber auch nicht. Also einigen wir uns alle mal auf mittel. Pfeffrig, würzig, erinnert mich ein bisschen an kräftiges Kakaopulver, was damit schwebt. Vielleicht ein bisschen verbrannter Toast. Ja, so leichte Brandspuren, die hinterlässt er schon. Aber es ist ein ganz minimaler Torfrauch. Also ich sehe das wirklich ganz dezent. Also ich will mal ein Fazit machen. Ein sehr, sehr wohlschmeckender Whisky. Komplex auf seine Art. Leicht rauchig. 25 ppm, die merkst du, aber überhaupt nicht störend. Die 45,8 Volumenprozent sind wunderbar lecker eingebunden. Hauptcharakteristik in der Nase sowie auch in der, auf der Zunge, die ist für mich ganz klar dunkle Kirschen, dunkle Früchte mit Vanillepudding vermischt. Im Abgang oder wenn du eine Runde geschluckt hast, hast du wirklich diesen leicht verbrannten Toast. Du hast eine bittere Grapefruit mit drin. Ein bisschen so, wenn man mal die Gewürzarten oder die Gerüche wahrnimmt, so Zedernholz, kandierte Rosenblätter, wie ich schon gesagt habe, das kommt ein bisschen so durch. Du hast leichte mineralische Untertöne mit drin, die ein bisschen auch an dieses Made by the Sea erinnern. Und insgesamt gesehen ein sehr, sehr empfehlenswerter Whisky. Also von mir gibt es für den Preis, solange es ihn noch gibt, wenn die Gerüchte stimmen, dann kauft euch einen, absoluter Tipp. Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Nichts, was unfassbar einen überfordert oder wo einen total in Komplexität erschlägt. Bin ich heute sowieso nicht drauf für Komplexität. Also es ist ein sehr, sehr leckerer Whisky. Für den Preis absolute Kaufempfehlung. Das soll es von mir heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren den einen oder anderen mal da lasst. Ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr meinen meinen Kanal abonnieren würdet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir gewogen bleibt, auch in der Zukunft. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Häcksler. Stay hard, slange mal, bleibt mir gewogen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald, euer Whisky-Häcksler.